Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und ihr seht, ich bin nicht alleine. Mit an meiner Seite ist Mr. Ben Ouattara. Ben Ouattara. So, Ben, du weißt nicht, worum es geht. Du bist zu Gast hier auf meinem Podcast, Business Bootcamp Academy. Also hier geht es quasi um Business-Themen. Mhm. Wir müssen hier ein bisschen gucken mit der Schärfe. Wenn du dich nach hinten lehnst, muss ich mich auch nach hinten lehnen. Wenn du dich nach vorne lehnst, so, Dings auf. Sie guck mal wegen der Schärfe. Es geht darum, es geht ums Geld. Ben ist ja ein Meister darin, Thema Mindset, Glaubenssätze und so weiter. Und ich erlebe das immer wieder in meinen Business-Coachings, dass tatsächlich einige Angst haben, mehr Geld zu verdienen, mehr Geld zu verlangen, überspitzt formuliert, es ist nicht okay, reich zu werden. Mhm. Weißt du, also man kommt scheinbar aus einem Umfeld, wo man sich einfach nicht getraut, mal einem Kunden 2000 Euro abzunehmen. Das fühlt sich für viele negativ an. Oh Gott, so viel Geld jemand wegnehmen. Mhm. So, kennst du diese Situation aus deinen Coachings vielleicht auch? Ja. Also ich kenne sie aus meinem Coaching, aus meinem Leben. Das sind ja Sachen, die man, also je bewusster man sich macht über diese Glaubenssätze, über diese Gedanken, desto mehr sieht man das natürlich in der Außenwelt. Und vor allen Dingen ist es ja auch sehr interessant, wenn man sich das anguckt in verschiedenen Ländern. Ja, du hast verschiedene kulturelle Hintergründe und dann gibt es verschiedene Aspekte, was das angeht. Und sehr große Unterschiede halt auch. Ne? Zum Beispiel in der arabischen Region, ich habe jetzt 10 Jahre in Dubai gelebt, da ist zum Beispiel Handeln, ja, sehr, sehr tief in der Kultur mit drin. Du musst verhandeln, du musst irgendwie, das ist teilweise schon so ein Spiel, ja. Und da habe ich gemerkt, zum Beispiel in Deutschland ist es teilweise das Gegenteil. Was will der mit mir jetzt? Warum, was soll das denn? Wenn jemand ein Auto verkauft und einer sagt, ah, komm, mach einen besseren Preis, fühlt man sich fast schon beleidigt. Ja. Und in Dubai ist es so, wenn du nicht handelst, fühlt er sich beleidigt. Der so, wie, das kann nicht einfach so. Der so, du musst jetzt dagegen sagen, so, ne? Ich hatte das mal in einem, also bei einem Business-Deal, wo der dann sagt, ja, guck mal, ich gebe dir so und so viel und du sagst, okay. Nee, du kannst nicht okay sagen. Du musst sagen, nein, so, wir müssen hin und her. Hat er dir erklärt? Ja, so lernen wir uns kennen. Ja, das ist so, so eine Art Austausch. Und das ist halt interessant zu sehen, dass erstmal dieses Thema neutral ist. Und dass wir Bewertungen kreieren und basierend auf das Umfeld, wo wir groß geworden sind, schämen wir uns für bestimmte Sachen, trauen wir uns bestimmte Sachen nicht. Und das ist super wichtig, weil wenn du das nicht verstehst, dann guckst du nicht dahinter und denkst, das ist die Realität. So ist es einfach. Es ist nun mal so, dass es schwer ist, nach Geld zu fragen oder dass Leute das dann über mich denken. Und ich will ja nicht, dass Leute negativ über mich denken. Also will ich sie nicht in die Position tun, wo ich sie unter Druck bringe. Genau. Und wenn ich das schaffe, erstmal zu erkennen, dass es eine Linse ist und diese Linse dann ändere, dann wird es leichter. Weil was viele Leute machen ist, obwohl sie diese Emotion haben, versuchen sie sich zu überwinden. Mhm. Dann machen sie es vielleicht ein, zwei Mal, ja, aber dieses Gefühl bleibt immer, weil du kreierst es ja. Mhm. Ja? Also deswegen ist es ist ein sehr, sehr, sehr präsentes Thema bei sehr vielen Leuten. Und das Interessante ist ja, deswegen habe ich das zu dem zweiten Part gesagt, sogar Leute, die teilweise schon lange im Business sind, und die das schon oft gemacht haben, haben trotzdem noch diese Blockade bei. Deswegen ist es nicht immer nur so, mach es einfach 100 Mal und dann geht das von alleine weg. Ja. Weil manchmal ist es so tief verankert, dass es trotzdem bleibt. Ja. Was hältst du von der Idee? Und das, deswegen habe ich ja auch, das ist übrigens kein echtes Geld, was hier bei mir, man sieht es kaum. Warte mal, ich gucke mal, ob das mit der Schärfe hier irgendwie geht. Das ist Beleuchtung auch, ne? Wir müssen beide Gesichter, glaube ich, weg. Und dann dein Gesicht muss auch weg. Aber ja, es sind so ein Bündel 500er Scheine. Wie ist das jetzt genau? 50.000? Keine Ahnung. Das habe ich schon Sven bekommen. Mhm. Aber das ist, was hältst du von so einer Sensibilisierung, dass man oft, ich meine, es ist kein echtes Geld, aber man kann ja auch viel echtes Geld einfach mal eine Woche mehrere hundert Euro mit sich mitschleppen, um so ein bisschen auch die Angst zu verlieren vor viel Geld. Mhm. Ich empfehle das oft oder habe schon gesagt, leg dir einfach mal auf den Tisch 800 Euro. Weil wenn du das halt permanent siehst, dann hast du nicht so groß die Schwierigkeit, mal 400 Euro zu verlangen, weil du ja ein Gefühl hast mit 800 Euro, weil sie ja die ganze Zeit auf deinem Tisch liegen und so weiter. Was hältst du von solchen Trainings oder von solchen Dingen? Ich finde das eine sehr gute Idee. Es ist ja so, wenn du Geld siehst oder bestimmte Situationen, wo du mit Geld konfrontiert bist, hast du ja Energien, du hast ja Emotionen, die du spürst. Wenn es um kleine Summen geht oder große Summen geht, das ist ja alles subjektiv, ne? Was viel, was wenig. Genau. Ne? Aber wenn du jetzt siehst, manche Leute haben einen Widerstand dazu,
Geld zu bekommen, aber auch Geld auszugeben. Mhm. Das heißt, ja, wenn du jetzt zum Automaten gehst und hebst jetzt 1.000 Euro ab oder 2.000 Euro ab, welche Emotion hast du? Ja, bei vielen wäre da, oh Gott, wenn ich es jetzt geklaut bekomme oder genau, wenn ich es jetzt verliere. Zum Beispiel, ja, wenn du deine Miete bezahlst, wenn du für eine Dienstleistung bezahlst, wenn du deine Steuern bezahlst, wenn du was auch immer du bezahlst, welche Emotion hast du da? Mhm. Wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt muss ich wieder meine Miete bezahlen, jetzt muss ich wieder das bezahlen, ich muss wieder das bezahlen. Du hast negative Emotionen. Demgegenüber, wenn du Geld ausgibst, wie du eine Sache machst, machst du alles, dann wirst du auch das Gefühl haben, dass, wenn andere dich bezahlen, sie dieselben Emotionen haben, die du hast, wenn du Geld bezahlst. Genau, ja. Das lebt ja in dir. Also muss man es ja trainieren oder sich sensibilisieren dafür. Genau, dass du dich sensibilisierst. Ich habe das zum Beispiel, ich hatte viele Phasen, wo ich auch sehr viele Schulden hatte, zum Beispiel, ne? Wo ich zum Beispiel, das ist ja auch so eine Sache, wenn du Schulden hast und dann machst du sehr viel Geld auf einmal, sagen wir, du machst so 30.000 Euro, aber von diesen 30.000 Euro musst du 20.000 Euro nur zurückgeben, ja? Also, und du, es kann diese Emotion kommen von, weil das, was du bekommen hast für das Geld, das ist ja schon in der Vergangenheit, ja? Ja? Und jetzt ist so dieses, diese 20.000, jetzt gebe ich das ab und ich habe nichts davon, so ungefähr. So könnte man denken. Mhm. Das ist weg einfach. Ich verliere etwas. Und dieses Spiel im Kopf, ich habe wirklich angefangen zu spielen. Ich so, Moment mal ganz kurz. Was ist die Bedeutung von dem, dass Menschen oder die Bank oder wer auch immer mir Geld gegeben hat? Das ist ja so wie ein Investor. Wie jemand, der an dich glaubt, weil die sagen, ich glaube dir, dass du in der Lage bist, das zurückzuzahlen. Und wenn ich jetzt sage, ey, weißt du was? Ich verknüpfe das mit Dankbarkeit. Dass jedes Mal, wenn ich sage, weißt du, ich zahle in Raten, was auch immer. Und ich sage, danke, dass du ein Partner geworden bist und ein Investor geworden bist und ich gebe dir jetzt nur deinen Anteil zurück. Ich sehe es nicht als Schulden, die ich zurückzahle. Ich sehe es wie, ich habe jetzt so viel Geld gemacht und es gibt Menschen, die ein Teil davon sind. Mhm. Ich darf in diesem wundervollen Haus leben und ich bezahle jemand einen Anteil, der Teil von diesem System ist, der investiert hat. Das heißt, die Bedeutung davon. Und somit ist es ja auch, wenn Leute dir etwas geben. Ich habe jemanden, der ein Business hat. Um dieses Business aufs nächste Level zu bringen, ja, coache ich die Person. Oder ich mache ein Fotoshooting für die Webseite. Oder Perspektivenwechsel, ja. Perspektivenwechsel. Das ist, ich bin ein Partner in diesem Moment. Ja. Und diese Person gibt mir einen Anteil von dem, was diese Person jetzt mehr kriegen wird und mehr, ja, generieren wird. Das heißt, ich kann eigentlich nur ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich irgendwo in mir denke, das, was ich mache, hilft gar nicht wirklich. Ja. Und ich will trotzdem was dafür haben und, ja, verkaufe es als etwas, was dir was bringt. Wenn ich aber wirklich weiß, durch das, was ich mache, und das ist ja, wenn jemand jetzt sagt einfach nur, ich fühle mich besser, das ist ja auch ein Mehrwert. Muss ja nicht immer in Zahlen messbar sein. Wie viele Leute, ja, haben einen Personal Trainer, dadurch haben sie abgenommen, fühlen sich viel besser und sind dann in ihrem Business offenbar weitergekommen. Das, ja, ist ja, ja, das bewertet die Person selbst. Ja. Ne? Aber dann dieses, du freust dich schon, Teil von dieser Reise zu sein. Ja. Und das ist eine ganz andere Definition von diesem Austausch an Geld und Energie. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Das ist bei Ben eigentlich eine gefährliche Frage. Jetzt, weil das kann lange drauf. Aber Ben, wir haben noch so ein, zwei Minuten. Ein, zwei Minuten? Okay. Es ist eher, wobei ich glaube, da könntest du es vielleicht auf den Punkt bringen. Und die Frage stellt sich auch euch. Und wir geben dann bekannt, was wir da sehen. Okay. Ich habe das Beispiel mal vor Ewigkeiten gehört. Ich glaube, bei der Laura Marina, bei Marlina Seiler, ich bin mir nicht sicher. Sie hat gedacht, stell dir vor, es klingelt an der Tür und vor der Tür steht Geld. Wie sieht diese Person aus? In Form einer Person. Geld steht vor der Tür. Was siehst du? Ohne lange zu überlegen. Ich sehe mich selbst. Geil. Ich sehe mich selbst, ja, Spiegel. Ah, das ist... Das ist ja ohne nachzudenken. Das wen seht ihr? Was war euer erster Impuls? Bei mir ist es so, ich weiß nicht warum, ich sehe einen älteren Herrn, der hat so eine Melonenmütze, so einen Hut auf, weißer Bart, gepflegt, edel, super sympathisch, so eine tiefe Stimme und dann sagt er, hallo, so, guten Abend, wie geht's dir? Also ein ganz liebevoller, sympathischer, alter, weißer Mann und er sagt, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du, also so, wir...
Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, was ihr gesehen habt, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Mhm. Ne? Ist ja bei jedem was anders und vor allen Dingen, was bedeutet das? Was die Interpretation, Liegt mein Geld jetzt noch in der Zukunft, weil er älter ist, weil er weiser ist, was verknüpfe ich damit, du ein Spiegelbild und so weiter, was seht ihr und so. Aber ich fand dieses Beispiel, stell dir vor, an der Tür klingelt und vor der Tür steht jemand, der heißt Geld. Oder das Geld steht vor der Tür. Mhm. Was siehst du? Mhm. Was denkst du? Was fühlst du? Mhm. Ne? Oder stell dir vor, das Telefon klingelt und Geld ist am Telefon. Wie klingt der, die, das und so weiter? Also das wollte ich nur noch mal ganz kurz mit einbringen. Aber das, die Antwort habe ich schon nie gehört. Aber ist geil. Ja. Ich sehe mich selbst. Ja, ich sehe mich selbst. Weil ich bin ja der Ursprung, die Quelle von allem. Geil. Wir lassen es jetzt mal so stehen. Freunde, kommentiert es mal bitte in die Kommentare, was ihr da seht. Ohne lange zu überlegen. Ich bin sehr gespannt. Ben, danke, dass du mit am Start warst. Vielen Schöne Dank, 10 Minuten Nummer. So sind meine Folgen hier. Und es kommen noch mehr Projekte mit Ben an der Stelle. Wenn dieses Video online geht, gibt es das Projekt schon. Levonné. Findet ihr auf Instagram. Levonné_lifestyle. Einfach mal reinschauen. Podcast dürfte inzwischen dann auch schon am Start sein. Da geht es mehr um Lebensqualität, um dieses Work-Life-Balance, das alles eins ist. Levonné, aber dazu, wie gesagt, mehr im Podcast. Danke, Ben, dass du mit am Start warst. Danke dir. Und Freunde, wir sehen uns in der Zukunft. Levonné. Die Academy ist mein absolutes Herzensbaby. Es ist eine Art, Business zu machen, die sehr stark Social Media involviert, das Thema Personal Branding und es geht sehr stark um den Menschen. In der Academy kriegst du meine persönliche Handynummer und ich bin nonstop für dich da. Es geht darum, Menschen zu begeistern, Menschen zu überzeugen, Menschen an etwas teilhaben zu lassen und Bedarf zu generieren, dass diese Menschen bei dir gerne Geld ausgeben, weil sie sagen, nimm mein Geld, ich gebe es gerne bei dir aus. Das ist das Ziel. Du musst ein Gefühl hier haben, wenn du sagst, Kelvin, mir gefällt das, ich möchte Teil davon werden. Welcome in the Academy. Ich hab Bock, ich hoffe, du hast auch Bock, ich hoffe, du bist dabei.